Hallo Leute und herzlich willkommen zurück. Ich muss euch da ein kleines Geständnis machen. Also ich bin eines Tages aufgewacht und da ist einfach meine ganze Insel leer gewesen. ich weiß nicht, wie genau ich euch das erklären soll, deswegen zeige ich euch einfach, was ich meine. Vielleicht zeige ich erstmal die Karte. Es ist so ein bisschen was passiert. Seht ihr das? Irgendwie ist alles weg. Weg. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Nee, ich weiß gar nichts. Ich habe nichts damit zu tun und ich kann das auch nicht erklären. Okay, also jetzt mal genug gelabert. Ach, ich renne einfach mal ein bisschen über meine Insel. Es ist alles weg. Alles ist weg. Alles, was da war, ist weg. Okay, außer hier hinten. Hier ist auch weiterhin meine Lagerstelle für Bäume, aber sonst ist alles weg. Alles, 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 was ihr kanntet, ist weg. Ist das ein bisschen dramatisch? Vielleicht. alle Häuser stehen jetzt am Strand. Oder so gut wie alle Häuser. Vor allem aber die Geschäfte. Eines Tages hatte ich einfach komplett die Nase voll von meiner Insel. Und es war, glaube ich, genau an dem Tag, als es endlich wieder grünes Gras gab. Als der Schnee geschmolzen war, das grüne Gras wieder zum Vorschein kam, kam in meinem Kopf der Gedanke auf, ah, wie wäre es mit einer kompletten Inselveränderung? Und voilà, da sind wir. Ich habe einfach alles vernichtet. Einfach alles. Ich habe mich den ganzen Sonntag hingesetzt und habe die ganze Insel kahl geschoren und habe 5000 Mal getimetraveled, um die Geschäfte an den Strand zu verfrachten und die Häuser. Ich weiß nicht, manchmal ist es einfach so, dass man sich denkt, so wie das jetzt hier alles ist, das gefällt mir einfach überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Bis April 2022 hatte ich ja so eine Random-Core-Insel. Für mich war es einfach Random-Core, weil ich keine Ahnung hatte, wie ich es beschreiben soll. Es war natürlich, es war Random-Core, es war ein bisschen japanisch, es war ein bisschen Fairy-Core. Deswegen sagen wir einfach, es war Random-Core. Und ungefähr im Herbst letzten Jahr habe ich angefangen, meine Insel Witch-Core zu gestalten. Hat mir auch nicht gefallen. Deswegen habe ich im November angefangen, sie so zu gestalten, wie ihr sie zuletzt kanntet. Also sehr natürlich. Sehr viel grün, sehr viel braun, sehr viel weiß. Aber ohne Inselthema, weil ich mich einfach nicht festlegen konnte und wollte. Und aber auch das hat mir jetzt nicht gefallen. Und naja, jetzt habe ich mich für ein neues Inselthema entschieden. Und ich glaube tatsächlich, dass es für mich besser ist, wenn ich mich irgendwie doch, also so, zumindest so ansatzweise an ein Thema halte. Weil ohne Inselthema war ich tatsächlich ein bisschen planlos, muss ich sagen. Hat mich auch ein bisschen geschockt, aber ich glaube, manchmal ist es doch einfacher, nach Anleitung etwas zu tun. Und Moment, ich sollte vielleicht anders anfangen. Ich habe mich also dafür entschieden, meine Insel Forestcore zu designen, zu erstellen, zu dekorieren. Also, was bedeutet Forestcore? Forestcore bedeutet waldig. Wow! Also der Unterschied ist jetzt, dass ich die Insel noch waldiger gestalten werde. Noch mehr Grün, noch mehr Blumen, noch mehr Büsche. Und vor allem, was ganz, 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 ganz wichtig ist, so wenig Objekte wie möglich. Denn vielleicht habt ihr es in meinen letzten Videos gemerkt, aber ich hatte extreme Probleme mit Lags. Vielleicht waren es noch keine großen Lags, aber ich möchte nicht oder ich wollte nicht, dass die sich schlimmer werden. Ich wollte einfach gar keine Lags haben. Es ging mir einfach übelst auf den Keks. Ich hatte keine Lust dazu. Genau, deswegen habe ich mich für ein Inselthema entschieden, bei dem ich der Meinung war oder immer noch bin, dass man da nicht viele Objekte braucht, denn es ist einfach, ja, auf Natürlichkeit getrimmt. Das heißt, wir benutzen so wenig Objekte wie möglich oder nur welche, die auch in den Wald passen. Hallo Misuzu, danke, dass du uns beehrst. Es ist sehr freundlich, dass du hier putzt. Bitte guck mir nicht zwischen die Beine, das ist sehr unangenehm. Ich stelle mich wieder hin. was soll ich jetzt sagen? Ich hoffe einfach, dass wir keine Lags mehr haben werden. Das war für mich ein sehr großer, wichtiger Punkt, weshalb ich das alles hier abgerissen habe. Meinen Eingang habe ich so gelassen, weil ich den tatsächlich sehr schön finde. Das war der einzige Teil meiner Insel, wo ich gesagt habe, ja, definitiv. Bleibt so, gefällt mir, finde ich wunderschön. Ich habe mich entschieden für zurzeit diesen Path, der doch schon so ein sehr waldiger Trampelweg ist. Könnte sein, dass ich den nochmal ändere, da bin ich mir mal wieder nicht sicher. Weil auf diesem Gras, also so wie das Gras jetzt aussieht, da sieht der Weg noch nicht so pralle aus. Aber dadurch, dass ich schon einige Tage weiter gezeitreist bin, also ich war schon ungefähr bei Mitte März, muss ich sagen, der sieht auf grünem Boden doch sehr gut aus. Also dieses Hellgrün ist vielleicht noch nicht ganz so, aber später wird er gut aussehen. Was ich neu angefangen habe, sind die Seiten. Also man kann sich im Prinzip vorstellen, als wäre meine Insel eine riesige Wanderroute. Also das hier ist im Prinzip neu, dieser kleine Bereich.
Das hier ist so geblieben, wie es war. Ja, das Einzige, was ich jetzt halt so zu stehen habe, sind eben so natürliche Holzsachen. Sachen, die man, wie ich finde, auch mal auf, keine Ahnung, im Wald antreffen könnte. Also zum Beispiel eine Bank oder ein Fahrrad, weil man kann ja auch mal mit dem Fahrrad in den Wald fahren. Also es bleibt alles sehr natürlich. Wir haben Schmetterlinge, wir haben Blumen, wir haben Büsche, wir haben Bäume. Wir haben Zuckerrohr und wir haben Spaß. Genauso wie das hier aussieht, möchte ich eben meine Insel gestalten. Jetzt. Aber jetzt wirklich. Diesmal, jetzt ändere ich nichts mehr, hoffentlich. Und hier drüben, rechts vom Eingang, habe ich jetzt ein kleines Stück zugewachsenen Wald hingezimmert. So, und hier muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen Blumen gießen, damit sich die Pflanzen ein bisschen vermehren. Und damit diese Lücken dazwischen noch geschlossen werden. Also hier ist einfach nur so ein kleines, waldiges Etwas. Und ich finde, das sieht auch 5000 Mal besser aus, als alles, was ich wahrscheinlich sonst hier hingequetscht hätte. Und ich habe das extra so gemacht, dass man hier aber trotzdem weiterhin durchlaufen kann. Damit man auch einfach zum rechten Teil der Insel kommt, ohne hier nach oben laufen zu müssen. Ich weiß noch nicht so genau, was ich da oben vorhabe, aber ich habe erstmal angefangen, was zu bauen. Und ich vermute, dass ich dieses Plateau etwas größer machen will, sodass es sich schon über ein ziemlich großen Teil der Insel ziehen wird, also vermutlich bis hier hinter irgendwo. Ich wollte euch auf jeden Fall erstmal in meine neuen Pläne einweihen. Ich glaube, es könnte doch ein bisschen schockierend sein, eventuell, wenn man meine letzten Videos so verfolgt hat, weil ich ja auch eigentlich gerade mittendrin war, in dem, wie ich zuletzt meine Insel gestaltet habe. Aber gut, so ist das Leben. Veränderungen happens. Und ich muss sagen, es gefällt mir aber jetzt auch schon wieder viel besser, als es vorher war. Also ich meine, wer läuft nicht gerne durch den Wald? Grün ist einfach schön. Grün ist schön, grün ist beruhigend und ja. Okay. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich kann eigentlich nichts weiter sagen, außer Bocky, gib mir was von deinem Sandwich ab, das sieht geil aus. Ich weiß gar nicht, ob ich euch den guten Herrn Strolch schon mal gezeigt habe, der zuletzt eingezogen ist. Deswegen mache ich das einfach direkt nochmal, weil ich finde sein Haus auch schön. Ich bin übelst gern bei ihm. Und ich mag den Herrn Strolch. Wo ist der alte Strolch? Und dann geht man hier rum und dann kocht er einfach. Das ist so süß. I love him so much. Ich werde ihn nie wieder gehen lassen. Oh no. Ich musste kurz Pause machen, weil ich was gegessen habe. Und jetzt ist es dunkel. Ach, stop it. Oh, Misuzu, reiß dich. Misuzu, reiß dich. Misuzu, du schaffst das. Komm schon. Tu's. Schnell. Los. Misuzu. Alter, lass dir doch nicht so viel Zeit. Oh, jetzt hat sie einfach aufgehört. Dein Ernst? Und jetzt geht sie. Ich habe mir keine Gedanken gemacht, was ich heute tun will. Ich würde einfach sagen, ich baue ein bisschen weiter. Und hoffe, ihr hasst mich nicht. Und ja, manchmal ist es halt so, ne? Dass man anfängt, was zu bauen. Und dann merkt man, nee, gefällt mir nicht. Und dann fängt man von vorne an. Und dann merkt man, nee, gefällt mir nicht. Und dann fängt man von vorne an. Und dann merkt man, nee, gefällt mir nicht. Und das sollte jetzt der aktuelle Stand sein. Okay, aber ich habe gesehen, dass Rainer heute da ist. Dann gehen wir heute mal Rainer auf den Sack. Rainer, mach die Tür auf. Ich komm rein. Ja, ich bin's. Hi. Aber dieser Tisch? Stop it. Festlichkeitstisch? Okay, I need it, yes. Oh, ist irgendwie schön, das Gemälde. I like it. It's very, very from yesterday, you know. Ah, Rainer. Da, es ist ein Gemälde ohne Fälschung. Wie cool. Dann können wir das direkt nehmen. Rainer, rück mal rüber. Thank you, Mr. Rainer. It's time to say goodbye, Rainer. Kennt ihr Rainer von Attack on Titan? Das ist eh der beste Rainer von allen. Rainer. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was man in einen Wald stellen könnte, beziehungsweise was man Waldiges bauen könnte, Bauten, die in einen Wald passen, dann könnt ihr mir die gerne mal vorschlagen in den Kommentaren. Und dann gucke ich mal, ob ich irgendwas davon umsetzen kann. Ansonsten müsst ihr dann halt einfach euch das angucken, was mein Gehirn selber fabriziert. Aber wisst ihr, was wir eigentlich noch machen könnten? Wir könnten in diesem Video eigentlich auch mal noch eine Dream Address besuchen. Und dann können wir da mal gucken, was andere Menschen, die Forest Core machen auf ihrer Insel, also eine Forest Core Insel haben, so für Sachen bauen. Inspiration schadet nie, oder? Ah, Julian. Ach, Julian. Ach, ja, ich mach das, Julian, ja. Für was braucht der abends 6:30 jetzt noch eine Klische? Was soll das? Tina, hä? Sag mir das mal. Also, so, Tina, hast du was Schönes? Hast du was Neues reinbekommen? Ach, ich sehe doch schon, das so alles nur wieder der gleiche alte Plunder. Merkt man, dass ich zu viel Zuckerintus habe? Ich finde, das Museum sieht mega cool aus hier am Strand. Vielleicht bleibt es da. Aber wahrscheinlich nicht. Ist jetzt natürlich ein bisschen doof für Forest Core, so ein komplett ausgebautes Museum zu haben. Aber ich meine, das kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Aber okay, auf der anderen Seite ist es auch sinnlos, in einem Wald Läden und Häuser zu haben. Das ist ja wieder eine andere Sache. Wir sind hier nicht in Logic Town, wir sind hier in Animal Crossing, okay?
Muss nicht immer alles logisch sein. Es kann auch einfach nur mal schön sein. Ja, also es gibt nichts Gutes bei Nux. Wie sollte es auch anders sein? Gut, dann gehen wir mal ins Bett. Aha, ich nehme euch mit ins Bett. Rrr. Da ist noch was, was ich euch zeigen muss. Findet ihr das verstörend? Ich würde sagen, wir holen uns jetzt einfach Inspiration bei einer der besten Forest Core Inseln, die ich jemals gesehen habe. Let's go! Wir möchten zu der Dream Address von einem Instagram Animal Crossing Creator, den ich euch auch schon mal in einem anderen Video vorgestellt habe, der sich Forks nennt. Und seine Insel heißt Old Forest. Das ist seine Schlummeranschrift. Übrigens, ich finde ihren Rüssel wunderschön. Okay, ja, hallo, willkommen, Leute. Also Leute, wir sind hier, um uns Notizen zu machen. Holt schon mal euren Notizblock und euren Stift und auf geht's. Frage. Orientierung. Übrigens eine wunderschöne Villager-Auswahl, wie ich finde. Leute, Apollo, ne? Ich hatte Animal Crossing Wild World. Kennt das jemand von euch? Und da war da ja alles ein bisschen anders, ne? Da sind ja einfach Bewohner ein- und ausgezogen, wie sie Lust hatten. Da haben die euch nicht gefragt vorher, ob sie umziehen können. Die sind einfach ausgezogen, wann sie Bock hatten. Und plötzlich hast einen Tag nicht gespielt und plötzlich war da jemand anderes, dachte so, ups. Und dann hattet ihr keine Ahnung, sonst wen auf eurer Insel. Und ich denke, es ist schon lange her, aber ich denke, mich zu erinnern, dass ich Apollo auf meiner Insel hatte. Und er ist, glaube ich, ein bisschen griesgrämig, aber an sich war eigentlich ganz cool. Und ich hatte Marianne, den Tintenfisch, also die Tintenfischin, Tintenfischifisch. Und wen hatte ich noch? Ich glaube, Benjamin, den Elefanten. Ja, das war mal ein ganz kurzer Exkurs. Okay. Ah, okay, schräg von uns ist der Eingang. Dann laufen wir erstmal zum Eingang, weil das gehört sich einfach so. Also man kommt rein und man sieht direkt, dass man im Wald ist, was ich sehr schön finde. Und dann kommt man hier rüber. Was ist hier? Hier ist ein Steinkreis. Also Leute, ich habe selber schon mal eine Inseltour von dieser Insel bekommen. Deswegen ein ganz kleines bisschen weiß ich, was hier los ist. Aber gemerkt habe ich mir eigentlich im Prinzip auch nichts. Was ich cool finde, ist, dass hier überall so viele Pilzsachen rumliegen. Und ich finde, das sollte ich auch integrieren, weil logischerweise wachsen im Wald Pilze. Und gerade sowas, finde ich, lässt sich übelst gut hinlegen, um halt so kleine Flächen zu füllen. Pilzobjekte kommt auf die Liste. Der Strand ist auch irgendwie übelst schön, so leicht überwachsen. Die Person hat auf jeden Fall einen zweiten Bewohner integriert auf die Insel, also einen zweiten Menschen sozusagen. Und dann einfach nur das Zelt von demjenigen an den Strand gestellt, damit es so ein bisschen nach Forscherteam aussieht. Und hier ist auch die Person. Ah, okay, und hier wohnt auch ein Bewohner am Strand. Apollo wohnt am Strand. Ja, finde ich keine schlechte Idee, weil Apollo ist zwar ein Adler, würde ich sagen, aber er sieht doch durchaus wie eine Möwe aus. Und Möwen sind ja sehr oft am Strand. Also finde ich gar nicht so. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, warum er hier wohnen könnte. Sagt mal, Leute, was ist das für ein Riesenklumpen? Ist das Leuchtmoos? Und warum sieht es so gefährlich aus? Warum ist es so eingerahmt? Darf man das nicht anfassen? Wir gehen einfach mal den Weg weiter. Wie wär's? Und hier fängt dann ein Wanderweg an. Dieses Schild finde ich voll cool. Das könnten wir uns vielleicht auch mal merken. So ein Wanderschild. Also der gute Ersteller hat auch einen kleinen Flower Shop integriert. Hier kann man ein bisschen Picknick machen. Hier geht es dann nicht weiter. Alles klar. Also ich finde auch, Picknick ist durchaus auch möglich. Ja, absolut. Also auch so an lichten Stellen im Wald. Für mich auch absolut denkbar. Okay, dann gehen wir jetzt doch mal hier oben weiter. Und ich gehe hier einfach mal nach links. Das hier habe ich auch irgendwie noch nicht gesehen. Okay, auch ein bisschen creepy. Ja, hier so eine kleine Ecke, wo man sitzen und die Natur genießen kann und Bücher lesen kann, sich informieren und forschen. Das hier finde ich auch irgendwie cool gemacht, dass man hier so einen leichten Überblick nach hinten hat. Sehr schön. Und dann kommt man natürlich zu einem Aussichtspunkt. Ach ja, genau. Das fand ich auch sehr krass, dieses Museum hier mitten im Wald. Was manche Leute sich einfallen lassen, das ist schon echt heftig, ne? Ach, und da ist der Ersteller. Hallo. Enjoy the forest. Ja, das machen wir doch. Vielen Dank, ne? Und wir gehen weiter. Wisst ihr, was ich bei ihm halt so cool finde? Das ist alles einfach aufgefüllt mit Bäumen. Und dann hat man mal so eine kleine Stelle, wo halt mal ein bisschen was so, wo halt mal Dinge sind, die ein bisschen nicht so waldig sind. Und passen trotzdem super auf die Insel. Also, was ein Ausblick. Ich finde es schon krass, was manche Leute so hinkriegen. Und ich glaube, sowas werde ich niemals hinkriegen, aber es ist auch okay. Meine Insel wird wahrscheinlich ein bisschen flacher sein. Man sollte sich auf anderen Inseln nur Inspiration holen. Aber keine schlechten Gefühle. Wisst ihr, was ich meine? Eure Insel ist genauso schön, wie sie ist. Und wenn es euch nicht gefällt, dann macht es einfach wie ich und macht es neu. Genau, also wie ich sehe, er hat auch all seinen Bewohnern so einen kleinen, irgendwie ein kleines Hobby gegeben. Also diese Person, die wahrscheinlich Mona ist, hat, ja, also Mona mag anscheinend Pilze. Die Idee fand ich auch mega mit dem Feld hier unten und dieser Land Bridge. Also was derjenige auf jeden Fall sehr gut kann, ist
Terraform. Kann man in das Haus reingehen? Voll gemütlich. Stellen wir irgendwie so einen süßen kleinen Opi vor, der sich hier abends was Schönes zu essen macht und dann setzt er sich vor seinen Kamin und gönnt sich ein Buch. Kein Strom im Wald und so. Und hier ist das Forschungszimmer. Voll nice. Ach, und das ist auch voll die coole Idee, dass man hier sozusagen aus dem Fenster rausgucken kann mit einem... Wie soll ich gerade Mikroskop sagen? Mit dem Fernrohr. Ja, wer guckt nicht immer mit einem Mikroskop aus dem Fenster? Man kennt's. Ach, seht ihr mal. Und das, was da schwimmt, muss ich noch für Julian fischen, ne? Das ist so bestimmt eine Klische. Oh, kann ich das Ding nicht einmal mitnehmen? Oder ist das eine Flunder? Alter, was hat das für Glubschaugen? Stop staring at me. Also, mir gefällt's hier. Was läuft denn hier für eine Musik? Kann ich das rausfinden? Ich komme da nicht hoch, oder? Wenn jemand weiß, was das für ein Lied ist, schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich finde es auch mal cool zu sehen, was andere Leute so, wie andere Leute ihre Zimmer aufbauen. Weil ich habe immer diese typischen Zimmer so im Kopf, ne? So Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer, Arbeitszimmer. Aber eigentlich kann man so viele coole Sachen machen. Weil ich meine, guckt euch das an. Was ist das für ein Zimmer? Keine Ahnung, aber es sieht cool aus. Ein, oh, dieser Glanz auf dem Boden, alter Schwede. Ist das schön. Also ich würde sagen, die Person, die da wohnt, die ist übelst gebildet. Guckt euch die ganzen Hobbys an von der Person, also hallo. Okay, was ist das für ein Raum? Wieso kann ich die Musik nicht befummeln? Es scheint hier irgendwie so ein bisschen so ein, weiß nicht, so ein Töpferraum zu sein. Sehe ich das richtig? Doch, das ist ein Töpferraum, oder? Eindeutig Töpfe. So ein Ding, dann so ein Ding. Eindeutig Töpferei. Okay, I like it. Picasso. Oben oder unten? Wir gehen das runter. Green. Oh, das ist relaxing. Aber ich glaube schon, dass es so eine Art Badezimmer sein soll, oder? Ein extrem heftiges Badezimmer. Das sieht aus wie so ein Spa. Richtig cool. Manche Leute haben einfach ein Gefühl für sowas. Aber was ich krass finde, es gibt kein einziges Schlafzimmer. Aber vielleicht soll das ja auch kein Wohnhaus von jemandem sein. Moment, lasst mich das mal ein bisschen einordnen. Ist das eine Abstellkammer? Nein, ist das nicht. Ist auf jeden Fall eine Kunstgalerie. Ja, hier hat vielleicht ab und zu auch mal jemand einen über den Durst getrunken. Aber irgendwie cool. Also vor allem das hier mit der Kunstgalerie, ne? Also das hier finde ich schon nice, muss ich schon sagen. Also vielleicht könnte man das auch in den Wald integrieren. Stellt euch vor, so eine richtig coole Lichtung, wo dann jemand sitzt und einen übelst fetten Ausblick hat und dann so ein richtig wunderschönes Waldbild malt. Das wäre doch schon heftig, oder? Malerei im Wald nennen wir das jetzt mal. Sehr schön. Also das Haus gefällt mir sehr gut. Was ist das hier? Rüben, verdorben. Alles klar. Ach, guck mal. Das, wovon ich gerade geredet habe. So ein heftiger Ausblick. Und dann jemand, der hier sich übelst chillig gemacht hat und erstmal malt. Wo geht's hier noch hin? Brot. Oh, I like it. Bei Nux gibt's ein bisschen Kürbis zu kaufen. Finde ich auch echt cool, weil es passt farbig übelst zu Nux Cranny. Oh, und Nux Laden heißt auf, ich glaube, Spanisch Mini-Nook. Wie süß ist das denn? Ist das Huschke? Huschke. Huschke ist auch ein kleiner Gärtner. Ah, stimmt. Und zwar ist er ein Kaffeebauer. Und wisst ihr, was daran lustig ist? Wenn man in sein Haus reingeht, er hat im Prinzip einen Kaffee in seinem Haus. Moment, lasst uns mal reingehen. Seht ihr das? Huschke scheint also ein Kaffeeliebhaber zu sein. Oh Mann, ich hatte noch nie Huschke. Ich habe noch nie mit ihm geredet. Der ist ja süß. Oh mein Gott, und ist der klein. Ich wusste gar nicht, dass er so klein ist. Entschuldigung, ich habe dich gerade gepusht, Huschke. Oh. Kann der auch Emotionen geben? Nein, sei doch nicht so emotionslos, Huschke. Please. Bye, bye. Auch wenn er so grimmig schaut. Er ist einfach süß. Okay, also Kaffee. Er baut Kaffee an und dann hat auch noch sein eigenes Kaffee, was er betreibt. Heftig, oder? Ich will nicht wissen, wie viele Bäume er verwendet hat auf dieser Insel. Wie schaffen es die Leute immer, so was Cooles herzustellen? Wisst ihr? Also, dass es dann da so runtergeht und da hinten geht es wieder hoch. Ich habe echt keine Ahnung. Wie sieht das auf der Map aus? Ich kann mir das gar nicht immer so vorstellen. Wo zum Geier stehe ich gerade? Ach, so sieht das aus. Schaut mal. Emilie, oder? Ist das Emilie? Wer wohnt hier? Ach, Annette! Ach, Annette, wie konnte ich dein Haus nicht erkennen? Ach, das ist schon ein bisschen peinlich, ne? Alle von denen sind Farmer, was ich gut finde, weil wenn man so ein bisschen am Pops der Welt wohnt, wenn ihr versteht, was ich meine, so im Wald, da muss man sich natürlich auch selbst versorgen können. Ach, guck mal, und er hat hier so eine Anlegestelle für Captain gebaut. Voll die süße Idee. Und guckt mal, und hier, daran konnte ich mich noch erinnern, das ist so eine verlassene Trainstation. Leute, ich kann kein Deutsch mehr. Ich muss halt immer alles auf Englisch sagen, weil ich zu viele englische Videos am Tag gucke. Halt der Zugstation. Wie nennt man Zugstation? Eine Station, wo Züge halten, aber die jetzt überwachsen und nicht mehr benutzt. Überwachsen ist und nicht mehr benutzt wird. Naja, ihr wisst schon. Also, was ich auf jeden Fall sagen kann, die Leute, die hier wohnen, die haben auf jeden Fall ein chilliges Leben. Hallo, Hennes. Schön, dich auch mal wieder zu sehen, mein Freund. Was ich dazu sagen möchte... Wer ist da? Erik, bist du das? Hallo, Erik! Also, was ich dazu sagen will zu dieser Insel, ne? Die ist wunderschön und sehr voller Inspiration.
Meine Insel wird vermutlich niemals so aussehen, weil es einige Sachen gibt, die ich mir auf meiner Insel nicht vorstellen kann, beziehungsweise das meiste davon, ehrlich gesagt. Aber an sich, so wie die ganze Sache gemacht ist, mit den vielen Bäumen und ja, die Lage der Wege und wie sie sich schlängeln und so, und auch ein bisschen die verschiedenen Ebenen auf der Karte und so weiter und so fort, das ist doch alles sehr schön. Kann mir das so ähnlich auch für meine Insel vorstellen, natürlich angepasst auf mich selber. Und ich möchte ja auch an sich die Ideen nicht eins zu eins stehlen oder sonst irgendwas. Aber war schön, um sich mal inspirieren zu lassen. Und ich würde sagen, wir gehen wieder zurück. War echt cool. Serenada, bring us back. Aber vielleicht hat euch das auch mal ein bisschen geholfen, um zu verstehen, wo ich eigentlich überhaupt hinaus will. Weil ich ja jetzt auch schon zum 1.000.000. Male gefühlt mein Inselthema ändere. Was ich ein bisschen schwer finde, wenn man dann einmal seine ganze Insel wieder so geleert hat wie ich jetzt, ne? Dann finde ich es doch irgendwie das schwer, einen Anfang zu finden. Ach, Julian, ich weiß, du wartest noch auf deinen Fisch und jetzt isst er erstmal einen Donut, ne? Aus Frustration, das tut mir wirklich leid. Aber guckt mal, Leute, der Julian, der genießt hier schon. Der genießt schon den Wald. Und jetzt gehen wir Harvey noch ein bisschen auf den Keks. Weil es muss einfach sein. Das ist halt einfach mein Beruf, meine Berufung. Ich möchte meine Zukunft wissen, Smeralda. Was ist Smeralda eigentlich für ein Tier? Ist das eine Katze oder ein Tier? Ein Panther? Ein Panther oder ein. Weiß nicht. This is me. Du, wann kriegt man denn diese Glücksitems von dir? Das würde mich auch mal interessieren. Gerdenberger, was geht ab? Ach, Gerd, was du wieder empfiehlst. Du weißt doch, dass mich das eh nicht interessiert. Und ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht ab und zu mal wieder so ein Pop of Color einführe durch gelbe Blumen. Ich weiß, hart. Ich weiß, Leute. Es ist crazy, es ist der Wahnsinn, es ist einfach nur heftig. Ich würde sagen, lass uns mal nicht so viel festlegen. Ne, ich lege immer viel zu viele Sachen fest vorher schon. Gerd, wieso hast du eigentlich so kleine Gummistiefel an? Ich möchte auch so kleine süße Gummistiefel haben. Und ich will diese gelbe Schürze haben. Ich möchte einfach dein Outfit tragen. Ich finde, es sollte eine kleine süße Gerd-Statue geben. Ein kleines Gerd-Kuscheltier. Was hast du so diese Woche? Du Schuber, das ist auch nicht so pralle, ne? Da hab ich auch schon bessere Sachen gesehen, du. Also ohne dich jetzt mobben zu wollen, aber du, die Ausbeute ist bei dir auch nicht mehr so, wie sie früher war. Udo, bring mich nach Hause. Ja. Siggi, wo soll ich denn sonst hin, Udo Schnudo? Die schaffen das doch nicht ohne mich auf Famorai. Ich bin doch ihr Center. I'm the center of the happenings. Ich möchte mich auf jeden Fall bedanken, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr schockiert mit dieser Botschaft. Ich würde mich, wie gesagt, sehr freuen, wenn ihr mir irgendwie Vorschläge in die Kommentare schreiben könntet. Und wie immer gucke ich danach und lese mir durch, was ihr da so wunderschönes schreibt. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt auf waldige Bauten. Und ich hoffe, ihr freut euch auch darauf. Dieses Video war so ein bisschen ne? Und die nächsten Videos werden wieder okay? Benehmt euch, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!